Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr oben sehen könnt, Two Point Campus, also der Nachfolger von Two Point Hospital. Und ich bin schon gespannt, was das nächste Spiel werden würde. Ich tippe mal auf entweder Two Point Airport oder Two Point Mall. Beide Szenarien, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Also entweder einen Flughafen zu managen und aufzubauen oder diverse Flughäfen aufzubauen. Wobei ich nicht weiß, ob so ein fiktives Land hier, das Two Point County, ob es da mehrere Flughäfen gibt, da stelle ich mir Einkaufszentren schon realistischer vor und auch spaßiger eigentlich, mit irgendwelchen tollen Waren und so weiter, die man dann bauen muss. Babyabteilung, Elektronikabteilung, sowas halt, das stelle ich mir realistischer vor. Aber nun gut, wir wollen keine Prognosen für die Zukunft abgeben, aber wenn es stimmen sollte, habt ihr es hier zuerst gehört. Nun, wir wollen hier sehen wir einen kleinen Fehler, einen Bug. Das im Englischen passen mit Sicherheit wunderbar hier rein. Hier steht ja wahrscheinlich Welcome Back, YouTube Gaming Tux, aber hier die deutsche Version passt nicht ganz rein. Entweder müssen sie das vielleicht nochmal anpassen, dass sie den oberen Schriftzug ein bisschen kleiner machen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ganze Spiel läuft nativ unter Linux. Läuft mit Vulkan, also nicht mehr mit OpenGL wie noch Two Point Hospital. Die Performance ist deswegen recht gut, wie hier oben ganz schwer sehen können. 60 FPS. Werden natürlich im Spiel nicht immer erreicht auf meiner alten Kiste hier, weil wenn viel gewuselt wird, dann rutscht ihr auch schon mal runter auf 20 FPS oder so. Aber das ist dann ja bei dieser Art von Spielen nicht ganz so tragisch. Nun, dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Es gibt auch einen Sandbox-Modus, den ich aber noch nicht erreicht habe. Dafür musst du erst, die vierte Mission ist es, glaube ich, absolviert haben. Also ich glaube, den ersten Teilbereich fertig haben. Und dann kannst du in den Sandbox-Modus gehen. So, neues Spiel. Auf geht's. Jetzt gucken wir erstmal den Trailer an. Das ist der gleiche Trailer, den es auch bei YouTube und so gibt. Der Launch-Trailer im Grunde. Ich könnte jetzt überspringen, aber wer ihn nicht gesehen hat, kann ihn sich jetzt hier angucken. Guck mal, so einen kleinen Eindruck von dem, was uns hier erwartet. Finde ich auch schön gemacht, die Animation übrigens. So, jetzt wird hier geladen und dann geht's gleich rein ins Spiel. Da sind wir schon. So, es gibt teilweise Vertonung, teilweise nur Text, aber alles auf Deutsch. So, ich bin Albert Crank, dein ganz persönlicher Berater und Helfer. Der wird jetzt also die Stromschnellen des Campuslebens führen hier. Du hast vielleicht keine, ne, ich habe keine Erfahrung. Ich war ja selbst nicht mal an der Uni. So, ich werde also das Freshlight County College übernehmen. So, das ist es. Ich kann die anderen Städte noch nicht anwählen. Wenn ich das in die Mission geschafft habe, dann kann ich mehr angucken. Das ist halt jetzt der erste Bereich hier. So, ich glaube, hier oben wäre auch noch eine Uni im nächsten Länderblock. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das hier die gleiche Karte ist, wie wir in Two Point Hospital hatten. Aber man sieht schon, es gibt hier, ob das eine Uni ist, weiß ich gar nicht. Es gibt zum Beispiel, es gibt hier ein Stadion, dort ist ein kleiner Jahrmarkt. Und ich meine, sowas habe ich auch bei Two Point Hospital gesehen, so ein kleiner Jahrmarkt. Aber werden wahrscheinlich auch dieselben Assets sein. Krankenhäuser sehe ich jetzt zum Beispiel nicht hier. Wäre schön gewesen, wenn sie die mit eingebaut hätten. Vielleicht gibt es auch irgendwann ein übergreifendes Spiel, wo man alles zusammen, wer weiß, oder vielleicht gibt es auch Two Point Power Plant oder Two Point Plant, oder ich weiß es nicht. Ein Two Point Kraftwerk. Da kann man dann ein Atomkraftwerk, wenn ihr dann oder sowas.
Oder gleich Two Point City. Na gut, egal. Ich habe meine Freundin nicht offline gestellt. Nun gut, jetzt seht ihr, dass Magog Snowman Sky spielt. Wir wollen jetzt in die reingehen. So. Freshlight Meadows. Startkapital 500.000 Euro oder Dollar. So, der ideale Ort, um meine Karriere zu starten. Dann geht's mal rein hier. So sieht die Uni aus, wenn man so ein bisschen was gebaut hat. Man kann hinterher auch noch Gelände dazu kaufen. Hier und das hier auch. Wobei das hier getrennt ist durch die Straße. Das könnte man theoretisch zu einer großen Uni umbauen. Aber da sind wir auch lange nicht. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich die Videos hier aufteilen werde. Entweder einfach so eine Universität auf, wie ein Sparkonto oder ein Glas saure Gurken. Jede achtbare akademische Institution wurde vor langer Zeit von Monokeln und Fezhüten tragenden Würdenträgern gegründet. Die Welt ist eine Schöpfung der Vergangenheit. Wir sollten einfach alles am Laufen halten und versuchen, nichts kaputt zu machen. So, da sind wir. So, mein erster Tag an der Uni. Willkommen, Verschimmel. So, hier kann ich mich noch... Es wird Forschologie gelehrt. Ich nehme 10 Studenten auf. Okay. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. So, willkommen auf dem Campus. So, erstmal kurz die Steuerung zeigen. Links, rechts, Kamera schwenken. Hoch, runter. Kamera zoomen. Geht mit raus, auch ganz gut. Kamera drehen. Geht mit Q und E. Und Kamera neigen. Ging, glaube ich, mit den Pfeiltasten, ne? Ne. Wie ging das noch? Ah, hier. F und R. Was nicht zeigen, mit wo ich lange nach gesucht habe, ist mit Y und X kann man Räume und Objekte drehen. Das hätten sie auch mit einbauen müssen, finde ich. So, ich soll ein Wissenschaftslabor bauen. Ja, dann bauen wir das mal. So. 5x5 ist Minimum. Ich kann es größer bauen. Es hat aber keinen Einfluss darauf, wie viele Leute da reinpassen. Da ist die Größe völlig egal. Seht ihr jetzt zum Beispiel hier oben ist die Anzahl der Leute, die reinpassen. Worauf es aber Einfluss hat, ist aufs Prestige. Also umso größer. Na. Umso größer man das baut, umso mehr Prestige hat das hat der Raum. Umso mehr das hat, ist gut. Hier, guck mal, wir sehen. Aber auch wenn ich das die ganze Uni ausfüllen würde, wir gerade bei 2 ankommen. Wo 2 wäre vielleicht erstrebenswert. Ah, 7x7 ist schon echt groß. 5x5 braucht man mindestens, aber man muss bedenken, später kommen neue Gerätschaften dazu. Die Professoren wollen andere Geräte da drin haben, um besser lernen zu können. Man kommt nicht drum herum, um die Uni hin und wieder drastisch umzubauen, um mehr Geräte in die einzelnen Räume reinzukriegen. Hier fange ich jetzt mit dem Minimum mal an. So, hier bauen wir eine Tür rein. Wollen wir die mittig bauen? Ja, ne? So. Dann brauchen wir hier das. Was ist das für ein Ding? Eine Tafel, okay. Hier wir selbst drauf kommen können. Könnten wir auch hier vom Fenster platzieren. Oder hier an der Seite. Ja, an der Seite platzieren wir die Tafel mal. So, dann haben wir hier diesen Apparat, das ist ein Wissenschaftshub. So, da passt er gut rein. Obwohl, ich würde sagen, können wir auch so, passt in die Ecke besser rein. Dann. So, ganz in die Ecke. Und rein da. So, empfohlen wird hier noch, was wird denn alles empfohlen? Das Wissenschaftsregal wird noch empfohlen. Das hat alles Einfluss? Nee, Einfluss nicht, aber es wird mindestens gebraucht. Das brauchen wir hier in die Ecke. Im Grunde ist der Raum jetzt fertig.
Man könnte den Raum noch mit einer Pflanze etwas aufhübschen. Die können wir mal hier in die Ecke setzen. Wir müssen uns noch entscheiden, jetzt wollen wir runde oder eckige Töpfe haben. Nehmen wir einen eckigen. Dann kommt hier so mittig drauf. Kann man sich jetzt auch noch angucken, wie schön der Raum denn ist. So Attraktivität. Die Pflanze bewegt gar nichts scheinbar. Oder vielleicht muss der Raum erst gebaut werden, damit das wirkt. Oh ja, guck. Jetzt wirkt das Ganze. So, machen wir das wieder weg. So. Sollen wir nun einen Dozenten für unsere erste Folge? So, jetzt stellen wir einen Dozenten ein. So, wir haben hier mehrere zur Auswahl. Da wir aber nur ein Fach haben. Das ist Isobel Jäger. Kostet 28.000 Dollar. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt monatlich auch Gehalt beziehen. Oder jährlich. Gehalt. Das ist Jahresgehalt. Ich denke mal, das ist Jahresgehalt wahrscheinlich, ne? Monatsgehalt wäre ein bisschen teuer. Oder ist es eine Einmalzahlung? Das weiß ich nicht. Und für die Rekrutierung wird auch nochmal was fällig. 4.200 Dollar. So. Rekrutieren wir. Setzen wir hier rein. Die ist aber nicht fest an den Raum gebunden. Wenn ich mehrere habe, wechseln die halt durch. So. So, jetzt kann ich das Jahr im Grunde starten. Und dann kommen die ersten, ja, Studenten an. So, es gibt ja auch einen schönen Fotomodus. Dann wird im Grunde nur alles ausgeblendet. So, ich glaube, die Studenten kommen nämlich hier mit der U-Bahn. Hallo, ihr hört Radio Campus. Wie immer gibt's von DJ Shorts nur frisch gepresstes Radio mit 100% Fruchtgehalt. Hier ein musikalischer Gaumenreiniger, der euch den vorverdauten Mist garantiert aus den Ohren spült. Mal sehen, ob ihr den Unterschied schmeckt. So, es gibt drei Geschwindigkeitsstufen. Es gibt stehenbleiben, normal, schneller, ganz schnell. Wir bleiben mal auf dieser Stufe hier. So, ich wollte doch erstmal einen schönen Screenshot machen. Aber wir können die Kamera nicht tiefer neigen. Die Einschreibung ist jetzt offen für Forschologie. Da gibt es mit Sicherheit noch irgendwann einen Mod, dass man die Kamera tiefer neigen kann. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Kann ich ranzoomen? Da sind zwei Kerle. Da kommt noch ein Bus mit neuen Studenten. Sie gucken da so alles raus. Das dürfte eine Frau sein. Wieder ein Typ, noch ein Typ. So, machen wir den Fotomodus mal aus. Und man kann sich jetzt, wenn man auf die Studenten draufklickt, natürlich noch mehrere Infos holen. Noch sind die alle recht zufrieden. Der ist feindselig. Der nächste Student wäre Alf Panther. Schade, dass man nicht mit dem Mausrad hier das Ganze runterscrollen kann. Guck mal, der hat gar nichts Schlechtes. Eine Vorlesung im Wissenschaftslabor beginnt. Ich setze erstmal draußen hin. Ja, wir haben auch noch keinen Schlafsaal für die. So, was wir auch machen können, der stört mich da so ein bisschen, dieser Raum. Wir können den ganzen Raum nehmen und hier hinsetzen. Zack. Da sitzt er doch ganz gut. So, und jetzt werden sie ihre erste Vorlesung absolvieren hier. Frage ist, gibt es eigentlich für Fotomodus irgendwie eine Schnelltaste? So, Uhrzeigersinn, heranzoomen, rückwärts, abbrechen, Objekt löschen, schnell laden, Objekt schnell der Campus. Fotomodus 1 aus 6 wäre der Fotomodus. Personalausweis
Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Nochmal. Protomodus ein Haus ist die 6. Hat er aber nichts gemacht gerade. Könnte ich natürlich mal eben neu belegen. Vielleicht muss ich das erst einmal registrieren. So. Heute möchte ich über einen Schauspieler namens Roderick Cushion reden. Ne, kann ich drücken, wie ich will, passiert nichts. 5 geht, 6 geht nicht. Söldner, der für Geld buchstäblich alles machen würde. Und klar, ich verstehe schon, warum manche so denken. Auch wenn sie damit total daneben liegen. Wenn Roderick Cushion sich dazu entschließt, so, jetzt gucken wir mal, wie die goldenen Himmel studieren. Dann gibt ihr damit ein Statement zum Kern des Kommerzkinos ab. Ich sage jedenfalls, danke, Mr. Cushion. So, er schießt mit dem Laser drauf. Kam dann ein Bock Lava raus. Der haut nur mit dem Hammer. Bildung ist unbezahlbar. Und natürlich auch diese frechen Sprüche, die man, oder diese komischen Sprüche, die man kennt. Aus Two Point Hospital auch schon. Ich werde mir etwas die Zeit beschleunigen. Weil gerade gibt es ja nichts Interessantes. So, seid ihr bald mal fertig mit eurem Studieren? Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... So, fertig. So, ein C+, gab's am besten Fall. So, jetzt soll ich neue Gebäude bauen, damit ich die Bedürfnisse besser erfüllen kann. Ich soll einen Schlafsaal bauen und ein Badezimmer. Habe ich da schon? Nein. Da muss ich den halt selber bauen. Also, ich glaube, 7x4 war das. Optimum. Dann die Tür in die Mitte. Und dann brauchen wir Betten. Prestige gibt es für Objekte da drin. Es lohnt sich meistens nicht mehr als 2 der gleichen Objekte zu bauen. Das heißt, nehmen wir dieses Bett. Und da gegenüber das andere Bett. Dann, weil es ja verschiedene Betten sind, kann man das Ganze so ein bisschen austricksen. So, gut, und das Metallbett. So, der steht ja ein bisschen doof. Können wir da näher ranstellen, damit es auch schön symmetrisch aussieht. Jetzt das gleiche nochmal, umgekehrt. Bett. Und auch noch. Und das Metallbett. So, ich glaube, wir können die auch. Nein, können wir gerade nicht. Wir können die auch optisch noch anpassen. Aber egal, jetzt brauchen wir 2 Schränke. Es braucht nicht für jedes Bett ein Schrank da sein, aber.
3 sind am Anfang gar nicht so schlecht, weil vor allem, wenn gleich viele Studenten da rein wollen, bildet sich sonst ein kleiner Stau. Und Staus möchte man unbedingt vermeiden, damit das flüssig durchläuft. So. Ja, Mülleimer haben wir nicht, den müssen wir gleich noch nachbauen, wenn er verfügbar ist. Sonst brauchen wir nichts. Empfohlen wäre natürlich noch Sachen wie ein Schreibtisch. Der bringt aber nichts. Also hat keinen Einfluss auf Lehren, keinen Einfluss auf die Attraktivität des Raumes, nichts. Deswegen lassen wir es weg hier. Das hier hat wiederum doch Einfluss auf die Attraktivität. Deswegen bauen wir hier noch dieses Poster hin. Aber wie gesagt, mehr als 2 Objekte lohnen sich nicht wirklich, weil dann kommt nicht mehr so viel Attraktivität hinzu. Und dann haben wir noch dieses Poster. Die können wir sogar hinterm Schrank verstecken. Das nicht, weil hier nämlich ein Fenster ist. Das lassen wir aber trotzdem da, weil Fenster steigern auch die Attraktivität. So, jetzt sonst haben wir nichts, was wir noch machen können. Man könnte, der verbessert so ein bisschen die Hygiene in dem Raum. So. Und noch ein Pflänzchen, weil es so schön war. Guck mal, sind wir schon auf einem Prestige-Level von 5. Ach ja, mit dem Teppich da drin und noch mehr Bildern wird es ein bisschen besser. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. So, als nächstes sollen wir so noch Klo und Dusche bauen. Klo habe ich schon vorgespeichert, kann ich schon nehmen. Drehen wir um. So. Und jetzt habe ich, glaube ich, den Waschraum gleich freigeschaltet. Die Objekte, die ich noch nicht hatte, wurden verkauft. So, jetzt habe ich den Duschraum freigeschaltet. Kann ich jetzt auch nehmen. Die hatte ich mir schon mal vorgebaut und einfach als Blaupause gespeichert. So, wie wir sehen, der Mülleimer ist noch nicht verfügbar, deswegen muss ich den verkaufen. Müssen wir halt nachher nachbauen. So, hier können wir nachher noch was Schönes bauen. Bänke und sowas. Haben wir die schon? Oh ja, haben wir schon. Und Snackautomaten. Es gibt noch einen dritten. Aber im Moment haben wir nur die beiden. Deswegen müssen wir die jetzt hier nehmen. Ja, wir bauen gleich noch. Stellen gleich einen Hausmeister ein. So. Ich glaube, so geht das besser. Sieht doch schon ganz schick aus. So, vielleicht noch 2 Blümchen dahin. Sieht ein bisschen schöner aus, ein bisschen einladender. So. Sonst, ach ja, der Mülleimer ist jetzt freigeschaltet. Den können wir jetzt hier nehmen. Und wo bauen wir den am besten hin? Stellen wir am besten mitten ins Klo. Dann können sie auch nicht drauf kommen, das Ganze zu ignorieren. So, das Waschbecken sollten wir vielleicht anders platzieren. Vor dem Mülleimer. So, Mülleimer, so. Wieder in die Mitte. Dann, das Waschbecken, wo passt das hin? Das passt sogar hin. Wo passt denn das vorhin nicht? Egal. So, Handtrockner. Warum nicht?
Komm, machen wir zwei rein. Wir haben noch keine Bilder. Machen wir zwei rein. Wobei, machen wir eine Pflanze rein, oder? Passt das? In der Tür? Ja. So, guck, wartet mal. Level 3. So, Schlafraum haben wir. Kommt mir ein bisschen groß vor, ne? Hab ich den vielleicht zu groß gebaut? Ich glaube, den könnte ich locker verkleinern, oder? Okay, das geht nicht. So müssen wir es dann setzen. Ah, wegen der Fußfreiheit, ja. So. Und hier müssen wir jetzt nochmal ein Bett klonen. Das. Nein. Stimmt gar nicht. Das müssen wir klonen. So. Und das geht sonst gar nicht. Sonst rastet mein innerer Monk so ein bisschen aus. Das muss dann schon schön sein. So, also alles stellen wir jetzt mal behelfsmäßig hier unten hin. So, Raum bearbeiten. So. Und kann ich die Tür nicht wegmachen? Nein, ich will die Tür einfach nur weghaben erstmal. Bleibt da, ich kann die nicht. Der Raum muss eine Tür haben. Komm, bau die da hin. Ah, macht er auch nicht. Da muss die jetzt erstmal dahin. Oh. So, ist da jetzt die Tür? Jetzt kann ich die Tür wieder umbauen. Das ist doof. Ah, jetzt habe ich das ganze Zimmer verschoben. So. Und das dritte, ne? Metallbett war es, ne? So, und dann den Desinfektionsspender noch hier hin. Mit dem Mülleimer. So, ich glaube, das ist okay so. Die Pflanze bauen wir mehr an den Rand wieder. So, ich glaube, das ist jetzt gut so. Ah, die muss jetzt mittig da rein. Sonst. So, ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Den Raum muss ich jetzt natürlich wieder da ranschieben. Den auch.
Den Automaten jetzt auch. Jetzt muss ich alles wieder ein bisschen verschieben. So. Bin ich zufrieden? Ich glaube ja. Erstmal. Das Ganze, können wir das Ganze noch aufwerten mit Bänken? Nö, Bänke passt nicht mehr hin. Auch hier passt eine Bank hin. So, haben wir noch zwei Bänke da. Hier oben passt jetzt wegen dem Automaten nicht hin. Aber so, da kommen dann vielleicht andere Sachen noch hin. Passen da noch ein Blümchen hin? Guck mal, da können wir noch zwei Pflänzchen hinstellen. Guck mal, jetzt haben wir das Maximum aus dieser kleinen Ecke rausgeholt. Wir könnten noch... Oh, passt ein Mülleimer da hin? Nee. Und die kann ich jetzt aber nicht weiter verschieben, wegen... Doch, geht wohl. So. So, auch sehr schön gemacht. Möchte ich mal behaupten, so jetzt lassen wir es weiterlaufen. So, ich sollte einen Hausmeister einstellen, der hier ein bisschen putzt. Genau, direkt den teuersten. Und was soll's, ich stelle direkt zwei ein. Ja, es stimmt. Ich habe die Boogie Nights Live. Dann haben wir es umso sauberer. Super. Die Lichtshow, die Tanzeinlagen. So, jetzt werden jetzt mal alle ihr Studentenwohnheim betreten hier. Was wegen der schlechten... Nee, erstmal über was essen, genau. ...allerdings nicht einfach war. Ich hätte den Gig fast verpasst. Dann wäre diese Sendung ein absoluter Totalschaden geworden. Den Schrank benutzt, er auch. Er stellt sich... Da ist ein freier Schrank, warum benutzt du den nicht? Keine öffentliche Toilette. Warum stellt sich keiner an diesen Schrank? Macht das Fenster das ein bisschen kaputt? Dann machen wir das so. So, haben wir noch irgendwelche Objekte hier, die wir nicht benutzt haben? Ja, dieses Two-Point-Fahne. Guck mal, hier übers Bett. Die Universität. Und da übers Bett. Sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. So, wir müssen auch schön das Klo und die Dusche. Wir gehen dann gleich weiter in den Hörsaal und so weiter. Der Hausmeister gießt die Pflanzen. Also ich finde, das ist eine schöne Ecke geworden. Bei Zeit muss ich einen anderen Automaten nehmen. Es gibt noch einen Automaten. Es gibt noch diverse Automaten, aber einer, der bietet auch Getränke an, aber halt Energy Drinks. Gibt es halt nochmal einen kleinen Energieboost. Ist so ein kleiner Vorteil dann. Was ist mit dem eigentlich los? Warum ist der immer so... Der ist ein Scheu und der hat eine dunkle Aura. Wollen wir einfach mal... Wir folgen ihm einfach mal. Das ist ja... Wie heißt er? Wolfric Half-Moon. Dann folgen wir ihm mal. Sieht so ein bisschen aus wie Edward mit den Scherenhänden. Er wird doch mit Sicherheit gleich irgendwann in die Vorlesung gehen. Oh, haben die schon zwei gefunden. Jetzt rennt er weg, er hat Angst vor dem Typen. So, er muss in die Vorlesung. Eine Forschologie-Vorlesung beginnt jetzt. So, dann lehrt ihr mal fleißig. Stufe 3. Guck mal, ist aufgestiegen. Ich glaube, es geht um Biologie.
Die machen sich Notizen. So, hier ist Schrödingers Katze wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das sein soll. Bei Milkmaid nutzen wir Milchshakes echte milchartige Zutaten, um eine Konsistenz. Und jetzt trinkt es. Scheint okay zu sein. Einfach nicht natürlich. Du kommst zu spät. Ach, du bist der Hausmeister. Okay, was willst du jetzt reparieren? So schmeckt jedes Glas Milkmaid. Verdächtig gleich. Wow! Milkmaid. Alles gut. Ich mache mal noch einen Takt schneller, weil gerade nichts passiert. Keine echte Milch. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. So, warum seid ihr eigentlich nicht im Studieren? Er ist hier am Ratzen. So, gut gemacht. So, Posteingang. Okay. So, eine Bibliothek wollen wir haben. Dafür pausiere ich das Ganze nochmal. Ich hatte, glaube ich, schon eine Bibliothek als Blaupause gespeichert. Ja. Dann brauche ich jetzt nicht alles von Grund auf neu bauen, wisst ihr? Ist dann der viel einfacher. Passt hier rein? Oh, die passt hier rein. Wunderbar. Ah, das passt nicht so ganz mit der Tür, ne? Die Tür habe ich mich an der... Doch, die Tür passt da auch. Ah, wunderbar. Die meisten Sachen werden verkauft, weil ich die noch nicht freigeschaltet habe. Ah, guck, wie zum Beispiel die große Rezeption, die habe ich noch nicht freigeschaltet, deswegen muss ich die jetzt eben austauschen. Moment mal, ich habe jetzt die große Rezeption da drin und ich kann auf OK drücken. Das ist ein Bug. Okay, aber der Raum funktioniert trotzdem nicht, weil mir halt die Rezeption fehlt. Und dann setze ich da erstmal die Kleine hin. Das kann ich ja später noch ändern. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. So, ich muss natürlich noch eine Assistentin einstellen, die hier dann arbeitet. Welche nehmen wir mal an? Die kosten beide dasselbe, haben beide dieselben Fähigkeiten. Aber haben die irgendwas vor? Hervorragende Körperhygiene. Schlechte Körperhygiene, aber sterne Blase. Bewegt sich langsam, also Durchschnitt, die ist nicht so gut. Dann nehmen wir besser die. Die ist halt einfach nur sauber. Das ist gut. Nehmen wir die. Ab in die Bibliothek. Okay, dann mal los. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. So, der Raum ist voll, aber... egal. So, ihr habt Spaß auf den Gängen hier, ne? So, wieder Geld bekommen. Ich könnte mir so die Zeit nehmen, während die das alle machen, und hier ein bisschen was hinsetzen. Ein paar Bänke und so, wisst ihr? Können Sie da ein bisschen sitzen? Vielleicht nochmal zwischendurch die Hände desinfizieren. Leute, ich finde, die Obi-Stiftung wird einfach viel zu heftig kritisiert. Klar sind all die Infos zu ihrer dubiosen Finanzierung, ihr ständiges Gefasel über die Perfektion der Kugel und die ewigen, nervigen Werbespots. Aber eigentlich sind sie doch bloß eine Gruppe von Leuten, die was Schönes in der Welt gefunden haben und es zusammen feiern.
Wenn ihr mich so, haben wir ein bisschen schöner gemacht. Wir uns alle von denen eine Scheibe abschneiden. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. So. Ja, ist alles noch ein bisschen Tutorial hier. So, jetzt soll ich mit Kudos Sachen freischalten. Irgendwas. Da bietet sich dieser Automat halt an. Den kann ich jetzt setzen. Gleich. Den werde ich jetzt nämlich wegbauen. Und dann werde ich da den hier hinsetzen. Weil der gibt halt, der macht halt diese Energy-Dings, ne? Gibt halt diesen Boost. Weiter geht's. So, ich habe ein Personalzimmer freigeschaltet. Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. So, ich soll ein Personalzimmer bauen und 5 Mitarbeiter haben. Ich denke, es könnte vielleicht ein zweiter Dozent nicht schaden. Dann können die gleichzeitig hier was machen. Ob das so passieren wird, weiß ich gar nicht. Aber ein zweiter Dozent ist mit Sicherheit nicht so schlecht. So, das sind Assistenten, Dozent, so. Kosten beide dasselbe. Welche ist denn besser? Schlechte Körperhygiene und der muss noch was fressen. Der ist ganz gut. So. So. Das habe ich fertig. So, jetzt muss ich noch ein Personalzimmer bauen. Da habe ich, glaube ich, keine Blaupause. Nein. So, 3x2 mindestens. Ich nehme mal 4x4, da haben wir es ja schön, schön ausgenutzt. Tür machen wir hier mittig. So, eigentlich brauchen wir nicht viel mehr, aber natürlich ein Sofa muss natürlich sein. Dann vielleicht mittig eine Lampe da rein. So, auch die soll nicht im Müll leben. So, auch ihr kriegt was zu fressen und Energy Drinks. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Pflanzen hier als Deko reinstellen. Auch nicht schlecht. So, haben wir noch ein bisschen Platz. Ablagefach, ja. Mülleimer haben wir schon. Hier, falls ihr euch ein bisschen waschen wollt, kriegt ihr halt noch einen Desinfektionsspender. Wahrscheinlich, dann können wir irgendwie geschickter noch nebenbauen. Hier passt er wohl noch hin, ganz nah dran. Tut ihr zwei bauen, so nah geht das. So, kriegt er noch ein Dartboard da rein. Das auch noch. Oder natürlich, weil es ein anderes Sofa ist, nehmen wir auch ein anderes Sofa. So. Ich glaube, das muss dann näher hin. Dann sieht das nicht symmetrisch aus. Das aber auch. Das sieht nicht gut aus. So. Das sieht nicht gut aus. Das auch. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Packen wir es hier hinter. Das geht wegen dem Fenster nicht. Fenster könnten wir hier hinpacken, oder? So, irgendwo, wo du rausgucken, wo du dann trotzdem noch rausgucken könnt. So. Also, bauen wir zwei kleine Fenster dahin.
Ja. Ich glaube, das ist so okay, oder? Teppich haben wir halt noch nicht freigeschaltet. Kostet alles ein bisschen viel. Wir haben noch 130. Komm, wollen wir einen Teppich hinbauen? Schalten wir den mal frei, oder? Kriegen Sie den lila Teppich hier mitten rein, auf den Mülleimer, unter den Mülleimer. Warum ist das Sofa nicht mehr da? Achso, weil ich gedreht habe. Ja, ich glaube, so gefällt er mir besser. Ja, das ist gut so. So, Personalzimmer ist fertig. So, jetzt soll ich am Wissenschaftslabor der Stufe 3 erreichen. So, irgendwie müssen wir also hier Stufe 3 erreichen. Das heißt, wir müssen mehr Objekte darin planen. Was wird denn empfohlen? Den haben wir ja schon, diesen Tisch. Wenn wir sagen, schalten wir mal die Forschungsstation frei. Die wird ja auch empfohlen. So, den packen wir erstmal weg. So. Dann vielleicht noch. Da wird auch oft gefragt. Experimentiertisch. Oh, Murmelpendel. Ich nehme mal den Experimentiertisch. So passt dann. Oh, so passt er auch hin. So, vielleicht ein Mülleimer auf der einen Seite. Und ein Desinfektionsspender auf der anderen. Können wir hier vielleicht eine Pflanze hinsetzen? Guck mal, eine Pflanze haben wir auch. Level 3. Fertig. So, jetzt soll ich noch zwei Aufgaben abschließen. Hausmeister zum Reinigen verstopfte Toiletten. Das sind die hier unten. Wunderbar. Ich kriege die Post mit etwas. Das sollte sich wünschen. So, ständig wünschen sich einen Aufenthaltsraum. Den bauen wir dann in gleicher Weise wie den anderen hier hin. 4x4. So, gleich wie eben. Sofa, Sofa. Wollen wir das Fenster da weg haben? Ja, ne? Bauen auch wieder hinter das Sofa zwei kleine Fenster einfach hin. So, dann kriegt ihr hier von mir eine kleine Küche. Ah, du kriegst auch ihr kriegt auch Automaten hier rein. Wie die anderen auch. Mit den Energy Drinks. So, wir haben eine kleine Küchenzeile bei euch hin mit Spüle. Mikrowelle? Passt da eine Pflanze neben? Nein. Nein. Auf der anderen Seite kriegt ihr eure Dartscheibe hin. Und Mülleimer wie gehabt. Mittig. Teppich habe ich hier noch keinen freigeschaltet. Doch, den hier kann ich auch nehmen. So, obwohl, nee, Moment mal. Ich finde, der macht sich hier besser. Muss ich freischalten, kostet 15, die habe ich wohl. So. Die Lampe bekommt ihr auch hier rein. Wie die anderen auch. So, damit ihr auch immer daran erinnern werdet, dass die Uni hier toll ist. So, natürlich noch ein bisschen Hygiene. Und das war's, ne? Erstmal war's das.
Weiter geht's. Ob auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. So, was wollen die? Ein Cabrio-Tisch. Den gönne ich euch mal. Wollen wir ihn draußen hinsetzen? Oder hier drin? Ich glaube, draußen macht er sich einfach besser, ne? Guck, der passt doch hier perfekt hin. Der passt hier leider nicht mittig vor. So, haben wir zwei. Ist ein bisschen cheesy, aber soll's. Sir Nigel Bickleworth. Cheers, cheers. So, ich hab doch schon einen Hausmeister oder habe ich zwei? Ich hab schon zwei. Dann nehmen wir doch mal den hier. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Nein, der ist besser. So, weiter geht's. Willkommen und Glückwunsch zu Ihrem erlesenen Geschmack. Sie hören das Kultivierteste, das unser County über den Äther zu bieten hat. Nigel Bickleworth auf Radio 2 Point. Aber das wussten Sie natürlich so, schon. So, zwei persönliche Ziele erfüllen. Eins habe ich schon erfüllt. Sehr schön. So, was sind denn hier Beziehungsobjekte? Damit kann man bessere Freundschaften knüpfen. So, wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Wasserspender? Ist umsonst. Der will sich hier doch irgendwie anbieten, oder? Tu die Pflanze mal weg. Setzen am Wasserspender hin. So. Das Cabrio haben wir schon. Den können wir auch. Eine Liebestrompete. Ist scheinbar fast genauso groß wie ein Wasserspender. Bauen wir dann hier hin. Kann man auch nach draußen bauen, kann man aber auch drinnen bauen. So. Scheint auch einen Geldschlitz zu haben. Kriegen wir also Kohle für. Häufige Fragen. Wenn etwas müffelt, bist es wahrscheinlich du. So, 94% Studentenzufriedenheit. Nur irgendwie muss ich den Raum hier noch upgraden, glaube ich. Dieser Raum ist für die Zufriedenheit sehr wichtig. Guck mal, jetzt können wir zum Beispiel schon mal einen Teppich hier reinsetzen. So, guck mal, haben wir den Teppich schon gesetzt. So, sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann überhaupt... Wie viel hat der Raum denn? 6. Hier oben wären vielleicht noch ein paar Türen angebracht, ich weiß es nicht. Ein paar Bänke. Wie sollen sich Freundschaften sonst entwickeln, ne? Was haben wir hier denn noch? Da, die kann ich mir gar nicht leisten. Den Tisch vielleicht noch hier, der wäre ja gar nicht verkehrt. Können Sie zusammensetzen? Mit Tierquälerei zu tun.
meine Finanzen. Guck mal, eine Freundschaft habe ich schon. Oh, guck mal, da sitzen sie. Und Gabriel. So, wir gewinnen immer diesen Monat. Läuft ja, läuft für mich. Es ist wieder Zeit für Bickleburghs Bewertungen. Und dank der erleuchteten Einflussnahme unserer phänomenalen... Ich bin gespannt, ob ich diese zwei Freundschaften noch für Ende des Jahres erreichen kann. Das dieswöchige Objekt der Begierde gewählt. Die kollektive Weisheit des Publikums hat mir Hoglocks beschert. Eine beliebte Cerealiensorte, wie ich höre. Also, bringen wir es hinter uns, ja? Wollen wir den Raum vielleicht noch mit der Pflanze verschönern? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Platz hier, oder? Schmeckt fast wie... Guck, ist er direkt aufgestiegen, der Raum? Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. So, Unkrautbefall, da will ich jetzt nicht immer eine Nachricht drüber haben. Kriege ich keine zweite Freundschaft zustande? Wie schön ist denn meine Uni? So, gar nicht so schlecht. Über sehr viel Grün. Was ist hier los? Das Ding ist kaputt, ja? Ah, da kommt der Hand. Nee. Handwerker rufen, los. Wo sind die denn? Sind die alle am Pause machen? Ich hab doch Handwerker, oder? Drei Stück sogar. Wo sind die denn alle? Da. Da. Hä? Ach, da. Da. Sind gerade alle mit Pflanzen beschäftigt. Kann ich vielleicht ein Teil nur fürs Reparieren? Geht das nicht? Dass ich sage, ein Handwerker soll nur reparieren? So, wir haben hier diese Betty Lost. So. Gieß die Pflanzen. Ah, putzen. Putzen lassen wir mal weg. Wir machen für ihn nur Instandhaltung. Haben wir einen nur für diese Sachen? Guck mal, ich kann sogar umziehen. Nein. Kann ich mir vorher leider nicht angucken. So, ich habe jetzt noch einen für Instandhaltung genommen. Warum geht da keiner hin? Hier, komm. Reparier den Scheiß. Ist doch 100% weg. Was ist denn das Problem hier? Ne, warum ist denn... Der ist vollkommen heile. Keine Ahnung, warum der... Bitte entschuldigen Sie das abrupte Ende des letzten Beitrags.
Nach einer schnellen Mundspülung. Könnte auch ein Bug sein, dass ihr das nicht einfach aus dem Status nicht mehr rausgeht. Die Fusion von süß und salzig ist in der hohen Küche perverserweise der letzte Schrei. Kein Wunder also, dass diese Mode auch ihren Weg in die Welt der Alltagsessen gefunden hat. So, jetzt scheint es wieder zu gehen. Herzlichen Glückwunsch an das gemeine Volk. Auch Sie kommen nun in den Genuss. So, das erste Jahr ist vorbei. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, haben wir das mit den Freundschaften geschafft gehabt? So, keine Abschlüsse. 10 bleiben im Studium, aber das Studium geht ja auch 3 Jahre. Darum kann ich noch keine Abschlüsse haben. Durchschnittsnote A. 87% haben das immerhin geschafft. Attraktivität 82% und durchschnittliche Zimmerprestige ist 4. So, ich habe ein paar Auszeichnungen bekommen. Campus des Jahres. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So, jetzt ist das erste Jahr vorbei. Jetzt kann ich zwischen den Studienjahren kann ich jetzt die Zeit nutzen, um die Uni weiter auszubauen, neue Studiengänge anzubieten, die Studiengänge so ein bisschen zu optimieren. Die Zeit läuft in der Zeit auch nicht weiter. Wie ihr seht, ist hier unten nichts. Deswegen können wir es langsam und schnell machen, so viel wir wollen. Das ist völlig egal. So, ich würde sagen, Studiengänge verwalten. Wir müssen nämlich den zweiten Studiengang einführen. Virtuelle Normalität. Starten wir den Studiengang. Dauert auch 3 Jahre. So, erstmal optimieren wir hier noch ein bisschen. Wir setzen den Preis so ein bisschen runter. Dann kommen eben mehr Studenten. So, 15 ist maximal, mehr als 15 kommen nicht. Dann sind sie halt zufrieden mit diesem Angebot hier. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. So, auch 15. Haben wir schon, kommen schon mal 30 neue Studenten zusätzlich zu den 10, die wir eh schon haben. Da haben wir 40 Stück. So. Dieser Raum, also ein Bett reicht für 5 Studenten, das heißt, das sind 12 Betten. Das heißt, 12 mal 5, das reicht für 60 Studenten, 40 kriege ich, also noch ist dieser Raum da ausreichend. So, jetzt kann ich ein neues Grundstück kaufen, um das Ganze zu erweitern, um jetzt hier Platz für ein VR-Labor, für einen zweiten Vorlesungssaal zu schaffen. Aber ich glaube, das kriege ich in diesen Raum noch reingequetscht dieses Jahr. Im Jahr darauf wird es ein bisschen schwieriger, dann brauche ich die ganzen Räume nicht nochmal. Ich glaube, pro Jahr Studiengang braucht man alles nochmal. Ja? Die Leute aus dem ersten Studienjahr lernen dann nicht in dem gleichen Raum wie die aus dem zweiten. Das ist alles ein bisschen doof. Aber ist halt so. Ist auch irgendwie verständlich. Dann wäre es auch schön, wenn die Räume vielleicht ein bisschen optisch angepasst wären. Wobei, das kann ich ja selber machen. Ich kann ja die Wände und die Böden kann ich ja verändern. Aber ich würde sagen, das machen wir alles im nächsten Video. Ich habe mir jetzt entschlossen, ich mache die Videos einfach aufteilen nach Jahr. Wenn ein Jahr vorbei ist, ist ein Video vorbei. Also, liebe Leute, macht's gut. Nächstes Mal werden wir hier ein bisschen umbauen und dann das nächste Studienjahr angehen. Also, Leute, macht's gut. Ich bin raus. Tschö.